Meine lieben Kommilitonen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier bei der neuen Vorlesung hier, ne? Wladimir Gladbach und Geraldine sind sich wieder was am Kloppen, ne? Also, dass die sich immer prügeln müssen, die wird ein bisschen gekitzelt. Und was macht Tara? Wollt ihr nicht irgendwie fangen oder so spielen? Ne, sie geht eine Runde an ihre Gitarre. Oh, der Bananenmann taucht auf. Lass mich mal gucken. Bam, bam. Oh, oh, immer noch ein Prügel, ja. Also Freunde, also es ist, hier hört man ein bisschen Musik her und überhaupt sowieso. Komm, was ich lieb, das neckt sich nur. Ihr werdet bestimmt irgendwann ein Hai rein, Freunde. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Also, ne, die teilen beide gleich aus und hier, der Herr Gladbach ist immer am Abheulen, ne? Boah, ist der Blick, ey. Ich will euch aber nicht töten, ne? Jetzt prügeln sie sich, jetzt geht's wohl. Oh, Todfeinde. Du bist ja echt ein Brammelbruder, unglaublich, ey. Jetzt geht's los. Naja, haben wir aber schon das erste Mal gesehen. Der Bandana-Mann ist was Pipi machen, ne? Stinkt jetzt leider auch gerade ein bisschen, würde ich sagen, wir würden noch ein bisschen hingehen. Komm, vielleicht ein bisschen kneifen, mal ganz kurz eine Runde, ne? Obwohl, jetzt sind die gerade tierisch am Stinken, Alter, sind wir ganz ein bisschen irgendwie auf die Köpfe gehen, achten und so ein bisschen. Na, da schlagen sie sich wieder fast, ne? Es ist unerträglich, das ist Gewalt hier, ihr, ne? Okay, pass mal auf, dann, Tara, Süße. Ist mal, Alter, du bist ja wohl die, das ist ja unglaublich, ne? Ja, der ist am Stinken, das stimmt, das ist richtig, das ist uns auch gerade aufgefallen, ne? Und jetzt setzen sich halt auf den Tisch und, ja. Stinkemann und Tara, ne? Lass mal ganz in Ruhe an hier, ne? Freunde, ihr seid doch nicht ganz dicht, ne? Ihr sollt studieren und euch nicht in den Schädel einschlagen, ihr Penner. Und ihr flennt hier dauernd ab, ne? Kommt vor, aber an das süße Kind hier, ne? Tritt über einen von beiden in den Arsch, ne? Egal wer, ist auf jeden Fall der Richtige. Jetzt wird geprügelt. Oh Mann, ey. Ihr habt doch wohl echt die Pfanne heiß, Leute. Alle sofort hin am Anfeuern, ne? Ich denke mal, da passt sich wieder was auf die Fresse, ne? Die angefahren, wir sind mittendrin, ne? Die Leute, ne? Ja. Wupp, hab ich's gesagt. Gladbach kriegt was auf die Fresse. Jetzt hat die gute Nancy aber unser Essen abgekommen. Wir sind gar nicht satt geworden hier. Der Nancy ist so ein bisschen zu früh, mein Kind. Das ist. Ja, nimmst du noch was nach? Ja, du bist ja echt eine Monsterpussy, ne? Hausfrauen und bist dann am Brammeln. Ich meine, die ist halt doch die Harten. Die fällt immer wieder an, ne? Ich denke mal, die hassen sich wie die Pest. Jetzt heul nicht wieder ab, ne? Ich bin wirklich Gladbach. Jetzt fängt er an zu schicken. Ja, verpiss dich, endlich. Lass ihn in Ruhe, hör auf zu kloppen hier. Ihr seid auf der Akademie. Das ist so alt, da ist man dann raus, hör mal. Ja. Tara, Kind, jetzt isst mal ein bisschen schneller. Pipi musste nämlich auch noch. Ne? Das machen wir hier mal hier oben. Ne? Sehen die Klos wahrscheinlich einigermaßen sinnvoll aus. So, ne? Ja, heute schon wieder. Was ist das für ein unglaublich. Was ist das hier? Einladung wird abgelehnt. Okay. Pass mal auf. Ich spüre jetzt hier mal ein bisschen. Wummdi-Wammdi. Die prügeln sich dann weiter. Jetzt sind sie weg. Tara, Kind, du musst jetzt mal hier ein bisschen, ne, Gas geben, Süße. Ne? Mhm. Ja, genau. Hier, Frau Moosmeier macht jetzt wieder ein bisschen, ne? Sprühmann, komm jetzt hier. Dass sie sich immer ablenken lassen, ne? Können sie nicht essen, wenn sie, ne? Wenn sie ein bisschen sich unterhalten können, ne? Da war auf jeden Fall gerade. Was macht sie hier? Okay, Gladbach scheint noch am Stinken zu sein. Die Mädels beschweren sich da tierisch drüber, ne? Man sieht's aktuell nicht, ne, weil er am Flipper steht, ne, ist wahrscheinlich der Flipper absorbiert das wahrscheinlich. Aber die Frau Ammann gibt dir doch zu, ne, die ist permanent am Daten. Ich habe die noch nicht einmal lesen sehen. Ich meine, ich habe die bestimmt schon lesen sehen, aber ich erinnere mich halt aktuell nicht dran. Aber diesen Balken kann ich leider nicht verhindern. Ich habe die Balken, hier das Ding schon ganz unten.
Ne? Aber trotzdem, die beiden kommen immer wieder. Ne? Tut mir leid. Ne? So, Tara-Kind, pass mal auf, wenn das jetzt reden üben. So, wir brauchen ja noch einen Charisma-Punkt. Wie lange dauert der? Kulaba. Ach du Scheiße, die fängt gerade erst an. Oh Gott, Kotzi. Bosco, okay, Energie ist nicht mehr die Beste. Und da sie auch sehr, sehr früh, sagen wir mal, in die Schule musste, um 9, ne? Mal ganz kurz hier ein bisschen bla 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 bla. So, und dann schicken wir sie mal pennen. Habe ich das jetzt gemacht? Habe ich nicht gemacht? Moment, schlafen, Schlafanzug. Bitte sehr. So, wir gehen derweil nochmal runter. Ah, hier. Oh, ne. Skalle ist aber am Abstinken. Alle hier am Stinken, wie die ne. Ja, jetzt guckt er sich die, ne, Gladbach vor, die Moosmann, oder wie heißt der Moosmerker von hinten an, ne? Und denkt jetzt auch, ne, du blöde Kuh, ne? Oder? Ja, Alter, sieht ja ganz nett aus, ne? Könnt ihr den nicht vertragen, ja. Leute, spielt doch mal ein bisschen zusammen da, ne? Ja, Gladbach, es macht keinen Scheiß, ne? Boah, der Blick, ne? Boah, ich töte dich. Boah, Kalle, ne? Okay, da spult die Zeit. Wo kommt die Musik her? Ich verstehe nicht, wo kommt die Musik? Ach, der Fernseher ist an. Okay, dann hat sich das erledigt. Mhm. So, Tara ist was am Pennen hier. Jetzt fängt es an zu regnen. In 5 Stunden, was haben wir da? 10 Uhr oder so, ne? Okay, da werden wir wohl nicht mehr genug Zeit haben, um was zu machen. So, dann gehen wir mal ganz in Ruhe duschen und danach. Hunger hat sie nicht so viel. Okay, pass mal auf, Tara, wir müssen es ja ein bisschen schneller gehen. So ist hier mit dem Frau Moosmeier, ne, mit der Frau Ammann, ne? Versteht sich ein bisschen besser, ne? Ja, es gibt so Feindschaften, ne? Es kommt vor, ne? Und Tara lässt sich ganz in Ruhe Zeit, ne? Die gute, ne? Nancy ist hier schon wieder was an Kochen dran, ne? Da kommt dann gute Frau, wer ist Frau Heck? Ja, genau, Frau Heck, ne? Und so weiter. Jetzt ist es auch voll am Plästern und Tara muss gleich zur Prüfung, ne? Roscha, mhm. So, ich sprühe meine Runde. Dumm, 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 dumm. So, Tara fühlt sich Sport. Ja, kriegen wir hin. So, ich glaube, den zweiten Punkt schaffen wir nicht mehr. Ja, okay, wir müssen jetzt warten, bis der Punkt für die Prüfung kommt. Die Prüfung ist wann? In 3 Stunden. Was machen wir so da noch hin? Ja, scheint sich nicht zu nehmen. Super, Charisma-Punkt, super. Dann lass das mal sein, Kind. Jetzt mach, was du möchtest. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Erfordernisse, genau. Wir haben alles erreicht, mehr oder weniger. Wir haben zwar noch eine Hausarbeit zu schreiben. Wir haben die Semesterarbeit nicht ganz abgeschrieben. Ne? So rumschmusen. Das finde ich eine gute Sache. Ne? Der macht uns jetzt ein bisschen Mut für die Prüfung, ne? Damit das alles sich... Oh, wir sind in deinem Zimmer drin. Ja, wer braucht schon nur was zu essen, wenn er noch ein bisschen Knutereien hat? Ne? Das ist auf jeden Fall eine Amtlich. Ja. Oh, sie muss zu. Okay. Tara, mein Kind, ne? Ich drück dir die Daumen, ist die Abschlussprüfung, du schaffst das, ne? Ich glaub da fest an dich, ne? Du bist eine glatte Einserschülerin, ne? Ganz kurz mal gucken, hat sie das? Ja, müsste sie einfach sich haben, über den Durchschnitt. Und dann denke ich mal, das Stipendium für das nächste Semester müssten wir eigentlich auch haben, ne? Da gehe ich mal ganz stark von aus. So, ganz kurz mal weiter. Das nächste Jahr erfüllt. Tara hat die mit der Note 2 beendet. Okay, das heißt, es hat ein bisschen nachgelassen. Ja, es ist Zeit, sich für ein Fach für den Abschluss zu konzentrieren. Tara kann seine Fächer nun nicht mehr ändern. Tara hat genügend Lebenserfahrung und Wünsche erfüllen. Was? Um 2 Wünsche in der Wünscheliste und Ängsteliste. Okay. Ja, okay. Rechtsklick. Okay. Na gut, okay, wir sind nicht diesmal keine 1, ne? Aber hier kommst du ja auch mehr oder weniger zu nix, ne? Okay, müssen wir ganz kurz sagen. Wir haben jetzt hier eine 1,2. Oh Gott, nochmal Körper und Mechanik. Also die Leute, was Körper und Mechanik mit Literatur zu tun haben, das weiß ich einfach nicht. Ne? Genau, ist jetzt erstmal was so, ist das richtig? Nur Stuhl. Ich muss mal ganz kurz hier leider, so leid es mir tut, in die Optionen, in die Soundoptionen reingehen, denn hier die Soundeffekte sind mir ein bisschen zu laut. So, okay. Sim. Geht's auch schon weiter, bitte sehr.
Läuft dein Western aber so? Scheint so, ne? Okay. Mhm. Okay. Was haben wir jetzt hier? Abschluss machen. Okay, und was ist das? Mit Auszeichnung bestehen. Das ist 10.000. Mit Auszeichnung. Da müssen wir natürlich echt was. Oh, wir können zwei locken. Ah, das hat er eben angezeigt. Gut, das machen wir auch, ne? Gitarre spielen. Okay, das machen wir dann auch auf jeden Fall gleich. Jetzt essen wir erstmal ganz in Ruhe, ne? Und spielen wir mal ein bisschen Rock hier, ne? Irgendeiner ist das schon wieder tierisch im Abmüffeln. Hier die Frau, ne? Holmo, ne? Hat's jetzt bis zu Ende gegessen? Jetzt lässt du das. Mann, das ist unglaublich. Essen hören die doch so normalerweise nie auf. Was ist das jetzt hier, ne? Ach, zum Unterricht gehen, Vater. Jetzt haben wir auch noch. Wir hatten gerade Prüfungen, müssen jetzt mal im Unterricht. Was? Was ist hier? Hatte der Kalle? Was war mit Kalle? Ist es hier? Kalle? Kalle? Was ist jetzt hier eigentlich? Ja? Dominik Engler. Hm. Oh, das ist wieder ein Flitzer. Wer ist das? Dominik? Leopold Link. Ah, okay. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, Leute. Ich habe gerade hier geguckt, ne? Aber den Flitzer habe ich im Rande noch mitgekriegt. Ne? Ja, kann man bringen. Muss man nicht, aber... Was macht denn der, was machen die? Die sitzen hier und machen Zip zwischen den Stühlen, okay? Da ist der Prof, ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen strebsamer sein. Das heißt, wir müssen unsere ganzen Hausarbeiten machen. Und, so, was ist das jetzt hier? Mit jemandem tanzen, okay, das kriegen wir hin. Spaß, okay, pass mal auf. Dann wirst du jetzt, du wirst jetzt hier mal eine Runde rocken. Süße, du gehst jetzt hier nicht ans Telefon, du wirst hier eine Runde rocken. Na, das macht Spaß, ne, und gibt ein paar Peseten und, naja, unser Stipendium halbiert, ne, das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen gucken, dass wir... Okay, der Spaß füllt sich aber dann mal immer relativ schnell, das ist eine gute Sache. Jetzt müssen wir leider in dieses Semester ein bisschen ran, ne, das heißt, wir haben 67 bis zur Abschlussprüfung, ne? Aber was hier, was dieser Quatsch, ne, Mechanik und Körper mit Literatur zu tun hat, ne, das erschließt sich mir nicht. Liebe Leute, ne, das kriege ich nicht hin. Tschüss. Jetzt mal gucken, ja, wie heißt das immer? Hausarbeiten, Abs, wollte ich gar nicht. So, jetzt mal ganz schnell schauen. Was machen wir jetzt als erstes? Als erstes werden wir jetzt, oh, Dominik gibt einen Pfund, das ist nett. Danke dir, mein Freund, ne? Also eine Rock'n'Roll-Veranstaltung hier, ne? Das ist auch mal ein Pfund wert, ne, würde ich sagen, ne? Also echt Mechanik, wieso Mechanik, liebe Leute? Mechanik und Körper. Lächerlich, absolut lächerlich. Ah, hier, ne? Go, go, go ist wieder da, ne? Na, gibt's einen Pfund, Süße, ne? Ja, super, finde ich gut. Ja, super, danke dir, Schatz. Kannst auch ein bisschen in deine Parolen rufen, ne? Go, 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 ne? Komm jetzt, oder wie heißt der Quatsch dann, ne? Ja, besten Dank auch, finde ich gut, ne? Und danach würde ich sagen, ne? Spaß ist wieder voll, ne? Können wir hier auf die Klos oder sind wir? Sind wir total zugesifft, ey. Verdammte Scheiße. Dann gehen wir mal hier. Ist hier noch ein sauber, relativ sauber, ne? Also, ja, die oberen sind irgendwie, das ist schon ein bisschen versifft, ne? So, dann machen wir mal ein paar Hausarbeiten. Dankeschön, Ladies and Gentlemen, war nett für euch zu spielen, immer wieder gerne, ne? Oh, Chagawusa. Chagawusa, genau, was haben wir jetzt hier, ne? 400, naja, immerhin, das ist das halbe Stipendium wieder weg, ne? Ich meine, wieder drin, ne? Also insofern, ne? Okay. Sie muss auf jeden Fall ein bisschen Pipi machen, ne? Und nicht mal so langsam gehen will, das ist unglaublich, ne? Das macht man wahrscheinlich als, ne? Als strebsamer Student geht man ganz langsam und bedächtig, hier, Frau, Frau Einzelmann, was steht denn jetzt hier so, ne? Sinnlos in der Gegend rum, ne? Du denkst über die tiefen Dinge des Lebens nach, ne? Hier Philosophie und so, ne? Ich denke, also bin ich, ne? Ich stehe, also bin ich. Gut, ich meine, Taras ist hier mal ein bisschen Pipi machen und danach macht sie mal ein bisschen Hausarbeiten. Ja, ich klicke sie mal hier am Klo an und dann machen wir mal College und machen wir mal Hausarbeiten. Bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Kannst ja bei den beiden wahrscheinlich dich hinsetzen, ne? Super, ne? Ach ne, sie geht runter. Okay, ja, mit dem Herrn Zang hat man nicht viel zu tun. Ne, Frau Moosmeier, die Schlägerin, ne, haben wir auch nicht so wirklich viel mit zu tun, ne. Ja, Gladbach macht auch gerade Pinus, ne, und
Umgebung, ja, da muss sich auch mittlerweile dran gewöhnt haben, Kind, ne? Weil ist, ne? Wie es ist, ne? Ist, ne? Studentenheim, ne? Hier Frau Heinzelmann, ne? Ja, das gute Nancy ist immer noch hier, ne? Und wir sind jetzt erstmal nicht mehr hier, ne? Weil wir machen jetzt mal hier ein kleines Gespräch auf Pause, ne? Und ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt. In diesem Sinne habe ich eine Rinde von Halsberger Church, das ist Spiegel 45. Leider nur noch ein Zweierschüler. Aber wir arbeiten dran. Wir kriegen das hin, liebe Leute. Ciao, ciao.